So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Nomme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Flux Stompy gegen Monored Topter. Wir haben das letzte Mal schon drüber geredet, Monored Topter nicht ganz so geil gegen Chalice, nicht ganz so geil gegen Trinisphäre. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Der hat halt beides, ne? Nee, genau, also Flux Stompy hat halt beides und dazu noch eine sehr schnelle Clock. Und ein bisschen Removal mit, wunderschönen Furies. Ja, hat man ja gerade schon zwei gesehen. Ja. Hiff. Auf der anderen Seite, boah, wenn so ein roter Topter kommt, ist auch nicht schlecht. Ja. Also ein Topter-Start. Anfangen tut, glaube ich, Flux Stompy, das ist schon mal nicht gut für Topter. Also vor allem mit der Trinisphäre auf der Hand. Kann man die Turn 1 spielen? Ja. Aber das ist natürlich dann hart. Ja, vor allen Dingen Turn 1 Follow-up von einem Rebel Master. Das ist halt ja, richtig das, bitter. Also sowas. Hinten der Mox. Ich sehe es gerade. Der Chromox. Ja, den Chromox. Imprint. Wahrscheinlich den Black Moon. Ja. Und dann Trinisphäre. Trinisphäre, go. Macht halt leider den Fury nicht mehr ganz so geil, aber. Ja, kostet halt immer noch nur 3 Mana, ja. 3 Mana zum Evoken, aber ist okay. Ja. Dann ist Mountain Go. Ätzend. Wenn der Gegner jetzt ein Soulland hat, ist es halt nächste Runde irgendwas machen, aber vorher. Und du machst halt nur eine Sache. Das ist halt das Wichtige. Das ist halt das Starke. Gerade weil das Top da ja auf diese Synergy aus ist, was halt mehrere Sachen pro Zug machen möchte. Ja. Ein Damage ja. Auf 19. So. Draw. Gucken. Engine Room wäre gut. Irgendwas landmäßiges, damit man mal zumindest auf 3 Mana kommt. Ja. Das ist ja schon nicht schlecht. Okay, man. Oh. Muss aber discarden, oder nicht? Müsste 2, theoretisch. 4, 6, 8. Muss der discarded werden. Ja, da wird doch gerade realisiert, dass gediscarded werden muss. Da geht eine Piracy Spellbomb. Auch wenn die ziemlich gut gegen den Goblin ist. Ja, schießt den tot. Der ist halt 4 Mana, schießt das Ding tot. Ich weiß nicht, wie schnell das Ding kommt. Das ist nicht schnell genug. Vor allem, wenn man kein Land hat. Alles halt, wenn man kein da Land, keine Freude. Ich vermute, dass der One Liner gehalten wurde, weil da wahrscheinlich noch Lotus Petal und Mox auf der Hand ist, wenn ich es richtig sehe. Ja. Dann kann man das schon mal halten, aber. Ist halt bei, du musst dir als Prisoner auch überlegen, was machst du. Ja. Base Piece gehst du. Wenn jetzt ein Blood Moon zum Beispiel gestartet wäre gegen Andorren, wäre halt doof gewesen. Ja. Aber gut, ich glaube, Trinisphäre ist immer die beste Option, wenn du sie Turn 1 spielen kannst, gefollowed mit. Ich glaube, es ist wirklich immer die beste Option. Uff, da ist sogar noch eine Chalice. Oh, Chalice für 1. Ja, macht am meisten Sinn. Du schaltest die Retrofitter aus. Ja, und auch ein paar andere Sachen. Den Removal. Den zum Beispiel auch. Den Bolt, der dazu verliert, dann geflogen ist. Ja, das sieht uncool aus. Ja, das sieht, also am Warboss kein Rebel Master. Ja, das ist ja, das zeigt, was Flux Stompy kann. Das war, was Monored Prison kann. Aktuell, das war ja praktisch nur Monored Prison. Ja, das war einfach nur Monored Prison. Was das da kann. Sideboarden. Bisschen Artifact-Hate, glaube ich, bei Flux Stompy im Sideboard. Bisschen Artifact-Hate bei Monored Topter im Sideboard. Ist die Frage. Also es ist auf jeden Fall Monored Topter im Sideboard. Ist auf jeden Fall ein bisschen Artifact-Hate. Stompy hat auf jeden Fall hier den bis zu 3 Artefakte zerstören. Oh ja, Fiery Confluence. Ist die Frage, ob man das Sideboardet. Ich glaube, man ist ja schon, glaube ich, im Mulligan dran. Ja. Also, boardet man nicht als Flugzeugspieler in dem Moment? Scheinbar nicht. Ja, okay, du kannst halt nur die Moons eigentlich rausnehmen. Ja. Wobei, willst du die unbedingt rausnehmen, wenn der Gegner sowas wie Ding spielt? Ursachsager? Ja, zwar 4 Stück, die sehr wichtig sind. Ich glaube, das ist halt ein Stone Rain. Ja, und slow den Gegner down ein bisschen. Ja. Das ist halt nicht schlecht. Im Endeffekt. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber ja, muss man wirklich überlegen, wie man startet. Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt der Monored Topter-Spieler, da wurde doch geboardet. Da ist ein Dead and Gone. Das wird noch nicht gezeigt. Ja, dann kann man Dead and Gone gehen, behält sich den Stomp auf der Hand und ja, dann kann man schon fast was machen. Ja, also es ist gar nicht mal so verkehrt. Mal gucken, wie Monored Topter startet, wenn jetzt natürlich so ein Engine Tomb ist schon mal. Gute Starts. Ja. Topter. Funnery. Ja, 2 Damage. Funnery. Funnery. Und. Noch ein Topter. Sehr stark. Uff.
Das kann, je nachdem, wie schnell oder langsam die Hand von Flux Zombie ist, sogar schon reichen. Ja. Weil du brauchst ein Fury, um das Board zu clearen. Da ist eine Den of the Buckbeard. Ja, ist ja eine der neueren Karten tatsächlich. Ja, stimmt, jetzt. Dieses aus D&D. D&D, genau, ich wollte gerade sagen, dieses gibt es auch in einem richtig hässlichen Raum. Genau gesagt, dann würde man den... Das sind ja zusätzliche Kosten, genau. Dann kann man mit Dead and Gone den anderen wegschießen. Genau, dann schießt man damit den anderen weg, was okay ist, was ja wirklich okay ist. So, man kriegt trotzdem einen 4-4er. Ja, wunderschönes 4-4er-Bild. Kann man eigentlich so nicht machen, weil der eigentlich in den Friedhof muss. Ja. Das halt wichtig ist, dass der auch in den Friedhof geht. Und da, genau. Ich glaube, da wäre es besser gewesen, man hätte den Stomp genommen vom Bonecrusher, damit man hätte das man den Gorn noch gehabt. Ja. Das Gorn ist noch da ein Bonecrusher auf der Hand? Ja. Okay. Dann hätte man das Gorn noch gehabt für Dings. Nee. Okay. Shadow Spear, nicht die beste Karte, die man jetzt so haben kann. Aber die hilft aber auch schon ganz ordentlich. Das ist aber, glaube ich, wieder kein weiteres Land. Wenn ich das hier richtig sehe. Boah, ist die Frage, ob man sich irgendwie, hat man irgendwie noch einen Mana-Stein oder so? Nee, ich sehe zumindest keinen. Kriegt man 2 Damage. Dann der Shadow Spear und ja, die man auch gebraucht hätte letzte Runde. Ja. Hätte man sogar überlegen können, ob man die über dem Top da spielt. Ja, einfach nur, um zu safen, aber man wusste ja nicht, dass der Gegner halt auch sowas drin hat zum Removen. Ja. 4 Damage. 16 beide. Gibt man auf 16 beide. Und ja, der Gegner hat Schwäche gezeigt und hat kein weiteres Land gelegt. Das ist normalerweise der Turning Point für das Deck, oder? Häufig, ja. Das ist ein Shattered Skull Smashing noch auf der Hand. Ja, Shattered Skull, ein Goblin. Ja, das sind aber, glaube ich, 3 Handkarten. Goblin kann man jetzt machen. Der Goblin. Speer ist nervig. Der Speer ist richtig nervig. Man kann halt jetzt versuchen zu raisen. Mhm. Dafür darf aber gleich... okay, der Speer, der wird gleich so oder so equipped. Ne? Das heißt, der boxt sich jetzt immer gleich immer fünf Leben raus. Das ist halt der Point, weil du hast jetzt das Dead and Gone weggeschmissen, obwohl du auch den Bonecrusher hättest zünden können. Mhm. Ja, da ist... Ja, genau, der Bonecrusher. 2 Damage, Equip. Jo, Equip. Ja. Verbiet. Oh ja, stimmt. Also hier, wenn man jetzt den Bonecrusher hätte, hätte man jetzt einen Dead and Gone gehabt zum Bouncen und dann wäre er genau gewesen. Dann hätte man gebounced und dann wäre Feierabend gewesen. Mhm. Hätte er sich höchstens noch ganz langsam über die Foundries... Sieht eigentlich nicht so aus. Das hätte aber so viel Leben gekostet. Ja, das stimmt. Das ist halt. Plus man hätte ja mit Goblins weiter attackiert. Ich denke tatsächlich, das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Auf der anderen Seite, mal gucken, weil man jetzt mit Soland anfangen kann, mehrere Karten zu spielen. Mhm. Ja, ist halt die Frage. Ja. Ne? Da gibt man dann 2 ins Gesicht. Jo. Nur Schaden kann ich verhindert werden, richtig? Leben bekommt man keine. Also der Life-Gain wird nicht verhindert. Der Life-Gain wird nicht verhindert, nein, das steht nur Damage can't be prevented, die kommt auch viel zu spät. Challenge auf 1 kommt viel zu spät, das ist eine Karte, die wird jetzt auf 0 droppen. Ja, auf 0 droppen. Keine weiteren Top da mehr erlauben. Land getappt ins Spiel bringen und den 4-4er droppen vielleicht. 4-3er. 4-3er, genau. Ja. Wäre jetzt so die Idee. Ja, kommt als Land rein, getappt. Challenge auf 1. Challenge 1, oder doch nicht? Doch, Challenge auf 1. Okay, hätte ich auf 0 gedroppt wahrscheinlich und den Giant gespielt. Weil jetzt geht man auf 6 runter, das ist schon sehr low. Ja. Das ist noch eine Ancient Hoop. Okay. Okay, man kann es sich erlauben, ne? Ja, jetzt kann man es sich erlauben. Wenn man jetzt jede Runde 5 Leben bekommt, geht man jetzt auf 22 und kann wieder runter auf 18 gehen. Das ist schon gut. Das ist schon ordentlich. Schon ordentlich, was man machen kann. Auf der anderen Seite... Ach, ist das noch ein Spiel, was man mit Flugstormy noch reisen kann? Oder ist das jetzt, wir sind on Kamera und spielen einfach weiter? Ich glaube, das ist on Kamera, wir spielen einfach weiter. Okay. Weil ich glaube, man sieht hier noch, versucht jetzt noch ein Top-Deck. Das Problem ist halt, Fury kriegt den Token jetzt nicht mehr kalt. Mhm. Du hast das Shatter Skull Smashing, was definitiv zu lange gebraucht hatte. Du hättest es Dead and Gone gebraucht. Ja, genau. Ja, 1-1. Ja. Jetzt startet natürlich wieder Flux Zombie, das ist natürlich für Top da vernichtend wieder mal. Ja, das kann richtig übel werden. Ja, das ist nie gut, wenn da eine Chalice-Hand kommt, eine Hand gegen Trinisphäre.
Chillis, Trisphäre, je nachdem, was für einen Start du hast, kann auch der Blood Moon dann eklig sein. Ja. Wenn die überhaupt noch drin sind. Ja, wenn die überhaupt noch drin sind. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Da wird wahrscheinlich zwei Stats, zwei Dead End Gone und zwei Fight. Mulligan auf 5. Oh, das ist natürlich ungeil. Mulligan auf 5 ist ungeil. Das ist widerlich. Hm. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, Mulligan auf 5 tut dem Deck noch nicht so weh, aber man möchte schon am besten eine 7er Starthand haben. Ja, ist halt ist nicht so fragil wie ein. Okay, Chalice auf 0, das ist schon mal eklig. Und ein Goblin. Oh. Uff. Das ist ein ordentlicher Start. Das ist ein Agro-Start. Das ist so dieses Pimmel ins Gesicht tot. Plus man hat einen Dead and Gone, man hat einen Fury und man hat einen Bone Crusher. Das ist ziemlich stabil. Also, vor allem wenn ich sehe, Lotus Petal ist eine Karte auf der Hand. Ja. Die ist damit automatisch tot. Die ganzen Topter sind tot. Topter sind tot. Aber man hat eine Engine Doom. Also da ist eine Engine Doom auf der Hand. Das heißt, man kann theoretisch nächste Runde die anfangen, die XX-Sache zu machen. Da ist ein Fireflux Squad. Man hat halt jetzt kein rotes Mana. Das ist am Kotzen. Gelinde gesagt. Ja, auf der anderen Seite kann man jetzt halt für 5 hauen, danach wieder hauen. Also es ist nicht so verloren. Und jetzt ist so der Punkt, wo der Flux-Stompy-Spieler von oben einen Chromox zieht. Ja, das ist so der Klassiker. Ja, wenn man du schmeißt Chalice die Chalice auf 0 raus, nimmst den Gegner damit erstmal aus dem Spiel und dann bringt das keinen Finisher. Ja. Jo, wie gesagt, ich meine, ich hätte einen Engine-Dump gesehen. Jo, das ist ein Engine-Dump, das ist natürlich schon strong. Macht 2-2er. Ja, macht 2-2er. Die Frage, ob man sie dafür benutzt oder jetzt lieber versucht, für 3 was anderes zu casten. Ja, da ist jetzt gerade wahrscheinlich die Frage. Nee, man nimmt die. Da ist der Chromox. Ja, es ist halt. Es ist punished halt immer, wenn man die Chalice auf 0 ist. Aber es ist halt wichtig, dass man sie in das Deck spielt, ja. Tatsächlich. Das halt. Ja. Es tut weh. Aber gut, dann geht man jetzt halt für 7 hauen. Man kann jetzt für 7 hauen gehen oder man kann. Wenn der Gegner versucht, was zu machen, kann man Furien. Ja, wenn der Gegner was machen will, kannst du. Ja, Fury hat aber keinen kein Flash. Fury hat keinen Flash? Nein. Schon der Doppelschlag. Der Doppelschlag ist ja. Ist, glaube ich, der einzige ohne Flash. Solitude hat Flash. Ich weiß nicht, was der Blaue macht. Der Blaue bounce ins Spell und dann legt weg. Dann hat der auch Flash. Und der Schwarze. Der hat keinen Flash, der hat auch keinen Flash, der hat Menace. Ja, da wird halt alles reingelegt, ne? Ja, mach mal einen 2-2er, block den Original-Dude. Ja. Dann stirbt der. Original-Dude? Oder? Wird die nach Tokens gefetcht? Es kann sein, dass die nach Tokens gefetcht wird. Das kann natürlich sein. Das sieht auf jeden Fall in den Schatten so aus, wird nach Tokens gefetcht. Jawohl. Ich hab nicht, das! Ich hab den irgendwo, ja, zwei Minuten später. Nicht, dass es relevant wäre, weil er jetzt eh wieder gehen würde, aber. Ja, das wird auch schon gezeigt. Am besten nimmst du den, der macht am meisten. So, dann der kriegst geblockt, der stirbt auch. Kriegst du noch 5. Dann auf 7. Das wird knapp. Das wird verdammt knapp. Okay, du kannst halt, wenn der Gegner, wenn er jetzt noch ein Dings macht, ein Construct, kannst du jetzt halt gleich Fury machen, bevor du angreifst. Der hat sich 2 Leben gezwackt. Ja, das lief. GG. Auf der anderen Seite weiß man das als Top-Spieler natürlich nicht. Man sieht, der Gegner muss jetzt mal, man muss halt was machen. Ja. Man könnte sich hier einen Konstrukt machen, könnte sich dann den Mox raussuchen, der Mana macht. Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist da ein Shadow Spear auf der Hand. Den könnte man droppen. Das heißt, man hätte für nächste Runde einen 4-4er da liegen, der natürlich nicht Fury überlebt, genau. Ja, stimmt. Aber eben da relativ gut Ding machbar. Was man jetzt auch machen könnte, ist, man könnte jetzt auch einen Ornithopter sich suchen. Stimmt. Also man könnte jetzt auch einen Ornithopter wählen. Ja, da ist aber die Frage. Ja, also jetzt ist wirklich die Frage, Mox oder Ornithopter. Und da man die ganze Zeit auf wenig Mana drauf ist, ist man, glaube ich, fast schon gezwungen, den Mox zu nehmen. Das Problem ist, was bringt dir der Ornithopter? Der Ornithopter bringt dir einen Blocker und dann einen 4-4er. Also macht den anderen zum 3-3er. Macht den anderen zum 3-3er, Du wirst mit Fury nicht beide los. Es ist halt aber wirklich nur, wenn du den Fury lesen wirst. Wenn du den Fury liest, ja, aber das Problem, du musst, wenn du über die längere Zeit denkst, weiß, ja, da kommt der Mox. Wenn du über die längere Zeit gehst, weiß ich halt nicht, ob. Boah.
Ja, gut, das wäre dann halt immer noch ein 3-3er, der dann langsam und sicher die Goblins abräumt. Ja. Es würde ein Goblin abräumen, man kriegte 3 Damage, danach würde es wieder ein Goblin abräumen, man kriegt 1 Damage, hat man immer noch ein Leben. Es würde genau auf ein Leben gehen. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, einfach risky, weil der Gegner darf einfach nichts ziehen und man tötet sein eigenes Land damit. Wenn man jetzt hingeht und wirklich den damit mit dem Mox das Ding rauslegen kann, kann man da halt, nee, der Mox kommt ins Spiel, das ist wichtig. Wenn man da jetzt wirklich den Shadow Spear rauslegen kann, kann man kein Shadow Spear. Ah, das sind Bolts auf der Hand. Ach, Galvanic Blasts. Ja. Jetzt kommt doch noch das rote Mana. Ei. Denn auf dem Bugbear kommt Entab, weil es 2 Länder sind. Und da ist ein Fury. Pitch wahrscheinlich, Fireflux, ja. Der den killt. Ja. Kann man auch, glaube ich, nichts gegen machen. Instant ein Artefakt reinschieten, bei dem Boardstate ist. Ja, du musst jetzt reagieren mit dem Blast. Muss man nicht. Der macht so oder so 2 Damage. Stimmt, also den hätte ich nicht gefeuert. Ob der jetzt 2 oder 4 Damage macht, ist, glaube ich, nicht so relevant. Ja, und da kommt dann noch der Storm. Ja. Und oh, man hat noch Storm auf der Hand. Okay, dann ist Liebe. Ja, 2-1 für Flux Stompy. Sehr, sehr krass, sehr, sehr knapp. Kurz vor Ende. Zeigt er das Deck, kann das auch einiges. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.